Du warst begeistert vom Pigan-Video. Pigan hat dich auch überzeugt. Beeindruckt. War echt krass, Mann. Ohne Scheiß. Wagenwert 100 Euro. Ich weiß nicht, Gott, Wagenwert 100 Euro. Auch wenn wir es eigentlich überhaupt nicht verdient haben. Schau das Moos an, wie viel das kostet. Aha, ausverkauft, oder? Ausverkauft. Oh mein Gott, das läuft der Endtat bei ihm. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier mit dem Start. Nico und Tati. Nico war schon ganz neugierig. Er hat uns schon gelobt für letzte Woche. Genau, und heute bin ich nur da, weil mein Auto in der Stadt ist. Gleich da hinten, das ist sein Auto, er holt so ab. Hauptsache er ist da, Mann. Du warst begeistert vom Pigan-Video. Pigan hat dich auch überzeugt. War echt krass, Mann, ohne Scheiß. Also, ich habe echt nicht gedacht, dass es so eine große Marke ist, Mann. Ja. Ohne Scheiß. Ihr habt es ja dann gesagt, so wie viele Mitarbeiter hat, habe ich es auch angeschaut im Internet. Ja. Und das ist schon groß und also. Es ist nicht mein Fall, ich würde da nichts bestellen, weil, keine Ahnung, ich bin nicht da, der, was weiß ich hier, das Nüsse und was weiß ich was alles. Ja, aber, ja. Was, wenn du es umsonst bekommst, dann sagst du nicht nein. Dann bin ich dabei, Mann. Alles da klar. Bin ich dabei. Denn im Video letztens hat Bagisch um Macadamia-Mousse. Auf was ich Bock hatte, Macadamia-Mousse. Bis heute ist ein Traum. Und da habe ich gesehen, Pigan, schick ihn mal. Schick ihn mal Macadamia-Mousse. Gefragt. Oh mein Gott, ist es gekommen oder was? Nee, ist noch nicht gekommen. Aber hast du gekauft oder ist es. Achso. Nee, wir können es jetzt kaufen, weil Pigan ist ein korrekter Typ. Hat sich natürlich direkt gemeldet, hat das Video gesehen. Eins klar, Mann. Hat direkt Sponsoring angeboten, auch wenn wir es eigentlich überhaupt nicht verdient haben. Nur durch Connections. Krass. Ja, was? Okay, und jetzt gibt es gleich Deckprofil von seinem Produkt oder was, Mann? Hallo, er kennt uns ja so einigermaßen. Ja, eben, deswegen ja, nur durch schön. Connections. Ja, und jetzt? Doch auch gut, Mann. Ey, warte mal, die waren beide in einem Team, Mann. Die müssen sich sehr gut kennen, Mann. Ja, klar. CCG, ja, ja, wir waren im selben Team. Ja. Okay, und jetzt? Was ist dieses Lächeln? Deswegen haben wir jetzt Sponsoring bekommen. Ja, das Team und vielleicht war das Team tot, Mann, aber egal. Vielleicht schaffen wir es auch dadurch einfach mal nach oben zu kommen. Ist doch eins geil, Mann. Ja, auf jeden Fall hat er sich gemeldet und wir können jetzt monatlich ein paar Sachen bestellen. Die abchecken auf jeden Fall das Mousse für Bagisch. Das er schon sein Leben lang wollte. War ich auch so geschrieben. Was hat er geschrieben? Als diese Welle mit den Fitness-YouTubern waren, wo Kogo die alle gesponsert hat, hat er die alle gesehen und er wollte auch immer, sein Lebenstraum war, einmal von denen gesponsert zu werden. Ja, und jetzt wurde sein Lebenstraum erfüllt. Auf jeden Fall ist hier die Webseite. Wie gesagt, wir können uns jetzt jeden Monat was aussuchen und das könnt ihr jetzt machen. Moment, ich schalte noch den. Aber wir suchen uns jetzt was aus jetzt, oder? Ja, ja. Wagenwert 100 Euro. Ich weiß oh nicht, mein Gott, Wagenwert 100 Euro. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ja. Echt? Tut's auf jeden Fall diese Kokosriegel für mich da rein jetzt. Die Kokosriegel. Geh auf Snacks oder so. Warte. Snacks. Und dann die Kokosriegel. Die wollte ich auf jeden Fall. Du mal erst eine scheiß Kokosriegel. Und dann dieses Mousse für Bagisch und dann. Und dann bleiben 2 Euro für uns und dann können wir uns was aussuchen. Nee, da bleibt schon noch. Da bleibt schon noch genug. Also. Richtige Ehrenaktion von Pigan. Also Bio-Kokos-Fruchtschnitte? Ja, ich glaube schon. Okay, 24 Euro, Mann. Das ist doch nicht viel. Weißt du, wie viele Riegel das sind? Weiß ich nicht. Schau das Mousse an, wie viel das kostet. Okay, ich tue das in den Einkaufswagen. Ja, genau. Ja, Grüße gehen raus. Jetzt seht ihr monatlich 2 Videos, ein paar Stories, klasse Vertrag. Leider nicht. Ich leide End, Mann. Für uns bleibt nur noch das Porto übrig, Mann. Das bleibt schon genug. Kann man es auch suchen oder nicht? Ja. Aber es ist nur Onlinehandel, oder? Das ist, glaube ich, nur Onlinehandel, ja. Ist eigentlich aber auch clever. Macadamia Mousse, 29 ja. Euro. Echt? Letztens, wo ich geschaut habe, war das über 30. Das war sogar. Na, keine Ahnung. Ja, wenn das hier ist? Ja, das ist es schon, ja. 29 Euro. Okay, krass. 500 Gramm. Aber das ist schon echt ein stolzer Preis, Mann. 500 Gramm? Halber Kilo ist aber auch schon böse viel eigentlich. Aber das ist ja deren Strategie, oder? Dass sie das in Großpackung machen. Das ist genau die Strategie, ja. So, wie krieg ich dich jetzt? Oh, Wahnsinn. Checkst du, wie es geht? Ja, ich check das schon, aber ich muss das jetzt irgendwie ins Ding reinkriegen. In den Warenkorb. Vielleicht braucht man erst ein Konto, bevor man Wagen bekommt. Wobei meistens kann man das auch ohne. Aha. Benachrichtigt mich, sobald der Artikel lieferbar ist. Aha, ausverkauft, oder? Ausverkauft. Oh mein Gott, das läuft der Endtat bei ihm, ey. Macadamia Mousse ausverkauft. Zurzeit leider nicht verfügbar.
Barisch, tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid, Barisch. Nicht zu Barisch. Aber such uns mal ein anderes Mousse aus vielleicht. Ja, jetzt habt ihr mehr Guthaben zur Verfügung. Oh mein Gott, verdient, ey. Schauen wir mal. Bio-Kokosmus, Cash. Oh, jetzt. Was würdest du nehmen? Oder hast du irgendwas? Ich würde Crispy Robs Chips nehmen, Alter. Ja, die waren aber auch böse schnell ausverkauft. Ich nehme mal die Pick. Jetzt lass er mal jetzt. Du hast die ganze Zeit geschaut. Ja, ich mache jetzt die Pekanuss-Mousse. Weil die Pekanuss ist auch eigentlich eine. Oh mein Gott, auch nicht lieferbar. Ich glaube, alle diese Mousse nicht. Oh mein Gott, es läuft. Was macht man mit diesem Mousse so? Ich hätte schon Verwendung für sowas. Man könnte so richtig geile Cremes machen oder Desserts und im Dessertbereich, sage ich jetzt mal. Ich denke mal, vielleicht der Barisch würde vielleicht so ein. Oh mein Gott. Pistazienmus. Der Artikel wurde erfolgreich in den Warenkorb gelegt. Ich habe jetzt mal einen Pistazienmus bestellt. Toll, dritte Wahl. Egal, Pistazien auch geil. Der Pistazien böse gab, aber ich weiß nicht, ob als Mus. Das Gute ist halt, weißt du, die Nüsse haben ja sehr viel Fett, sehr viel Öl. Ja. Ja? Und die kann man auch richtig schön pürieren im Grunde. Und man braucht nicht noch viel Fett dazugeben oder Öl dazugeben, okay, damit sie so cremig werden. Deswegen ist es halt geil und deswegen ist es dann noch intensiver. Und das, glaube ich, kann schon geil sein. Jetzt. Komm, wir nehmen das. Wo war das mit 85 Euro Probebox Office, Mann? Wir haben nicht so viel Guthaben über uns. War nur ein Scherz, beruhigt sich mal. Schaut mal oben nach, Alter. Du kannst ja ein Ding machen. Ich will gleich unser ganzes Guthaben raushauen. Wir müssen auch nicht das komplette Guthaben aufbrauchen, oder? Doch. Bio-Erdnussmus. Wir haben doch jetzt schon ein Mousse, Alter. Geh mal da oben, schau mal. Geht's mal auf Snacks oder so, knapper rein. Nüsse, Trockenfrüchte, Superfood. Snacks. Ich meine, wir müssen das ja auch essen. Wir können ja nicht hier Schokodrops. Zutaten kaufen und dann hier auf der Bank kochen. Wir verkaufen zwei Mann auf der Bank hier. Wieso nicht? Und diese Schokodrops, glaube ich. Alter, Energy Balls, Mann. Ist nicht so. Wie viel haben wir jetzt schon im Warenkorb? Schau mal. 63,70 Euro. Wie viele Artikel? Zwei Artikel nur. Drei. Das ist schon krass, Mann. Das ist sehr geil. Drei Riegel, Mousse und Ding jetzt. Ja, da, also schon reingetan. Was? Deine Schokodinger da, was? So eine Erdnüsse mit Barbecue-Gewürz? Ja, Mann. Warte, das nehmen wir. Komm mal rein. Aber das, und dann? Boah, schau mal noch. Es gibt so Apfelchips in so Zimt oder sowas. Auch wo? Bei den Snacks auch, oder was? Ja. Ich glaube. Wir sind bei 75 Euro, Nico, komm. Schon geil. Ist mega geil, Mann. Erstmal probieren, damit entschieden, ob es mega geil ist. Hallo? Das ist umsonst, Mann. Mega geil. Ohne Scheiß, mega geil, Mann. Oh Wieso mein Gott. Du eigentlich direkt Mann? Gekauft. Tati Stimme wurde direkt gekauft. Junge, das ist Ding, Mann. Erstmal, das sind das Produkte, die du nicht überall bekommst. Zweitens, ist es auch Bioqualität. Ja? Ich entscheide erst, wenn ich es probiert habe. Du wirst wahrscheinlich eh wieder gleich alles haten, Mann. Du hypst wieder alles, Mann. Wenn es gut ist, schon. Guter Engel, böse Engel hier. Ja, so ist es. Hallo? Ich denke mal, der ist Karamell, nicht umsonst so. Ist geil. Er ist nicht Karamell, umsonst so. Schokoladenmandel mit Meersalz. Okay, das klingt echt verrückt. Da sind wir schon durch, glaube ich. Ich war nach unten. Ja, wenn es zu viel ist, den Rest zahlt Tom dann. Von YouTube, Mann. 94. Ja, kaufen wir aus. Oh, perfekt. 94,57. Gib mir deine Kreditkarte, Horn. Sollen wir nochmal sagen, was wir alles genommen haben jetzt? Ja, kannst du schon sagen. Also einmal Bio-Kokos-Fruchtschnitte. Oh, yes. Geile Schnitte steht da. 25 Stück. Pistazienmus 500 Gramm. Schokodrops mit Xylit. Xylit ist ein Zucker. Falls du es nicht kennst, dann. Nein. Erdnüsse mit Barbecue-Gewürz. Karamell-Schokoladenmandeln mit Meersalz. Das war's. Okay, klingt doch saftig. Sehr geil. So. Ich bin gespannt, Mann. Also ich habe eigentlich hohe Erwartungen, Mann, für den Preis. Ich auch, Mann, ich für auch. Den Preis habe ich echt hohe Erwartungen, weil es ist nicht günstig. Also Versand kosten 4,90 €. Ja, dann kommen wir ja perfekt auf 100. Ja, wir sind bei Wir sind bei 90 mit Euro. Inklusive. Ah, okay, okay. Bei 90 Euro plus 4,90 €. Okay, perfekt. Ja, das ist unsere erste Bestellung. Wie gesagt,
seht ihr jetzt regelmäßig für die mindestens nächsten paar Monate. Grüße gehen raus an Pigan für unser unverdientes Sponsoring, aber hey, Connections bringen einem im Leben weiter. Das war's von uns. Gebt gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo. Folgt uns auf Instagram. Ciao.